Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Für diesen Film habe ich mir mal eine grüne Kulisse ausgesucht, denn es geht auch einmal wieder ums Reisen. Und der ein oder andere von euch, der hat mich schon mal gefragt, Mensch, was machst du eigentlich abends, wenn du auf das Hotel kommst? Wird es da nicht irgendwie langweilig? Gehst du nochmal unter Leute? Was machst du da? Ja, und damit sind wir auch schon gleich beim Thema Abendstimmung und Abendprogramm. Die Sonne geht hier auch in Bälde unter und ich denke mir, das ist auch die passende Kulisse für dieses Video. Nun denn, ich möchte diese Antwort eigentlich nicht hier jetzt an dieser Stelle geben, denn ich habe neulich einen interessanten Festplattenfund gemacht. Ich habe diese Frage nämlich schon einmal in einem fernen Land aufgezeichnet und dort beantwortet und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das einfach mal an, wie das so vor Ort aussieht. Ich für meinen Teil bin gerade mitten in Namibia, weil ich hier sozusagen gerade dabei bin, meiner Abendgestaltung nachzugehen, dachte ich mir, das ist doch auf jeden Fall mal zumindest einen kurzen Film wert. Wie man sieht, der Notebook ist eingeschaltet, das ist ein wesentliches Element der Abendgestaltung. Wir gehen mal davon aus, dass ich bereits schon was gegessen habe, was einen kleinen Moment schon gedauert hat. Wir gehen auch mal davon aus, dass ich frisch geduscht bin. Was aber die meiste Zeit in Anspruch nimmt, ist auf jeden Fall die Tagesnachbereitung. Und je nachdem, wie lange ich am Tag unterwegs war, das kann mal bis 18 Uhr gewesen sein oder auch mal bis 21 Uhr oder vielleicht auch checkt man schon mal ganz früh in irgendein Hotel ein, sogar schon am Nachmittag. Ja, das ist gar nicht schlecht, weil dann muss man es nicht so überstürzt angehen. Auf jeden Fall gibt es neben diesen Standardritualen wie Essen und Frischmachen und was weiß ich nicht alles, noch ein paar Sachen, die man eben für die Tagesnachbereitung vollziehen kann, zumindest die ich immer tue. Da hätten wir natürlich als allererstes den Rechner aufgebaut, denn es gilt ja jetzt erstmal die ganzen Kameras alle auszulesen. Ich habe mehrere Kameras bei meinen Reisen immer im Einsatz und dass man das Ganze möglichst auch aus mehreren Perspektiven immer aufnehmen kann. Und ja, ich habe die Festplatte hier schon gerade am Laufen. Ich lege jetzt mal ein neues Verzeichnis an. Für denjenigen, den es interessiert, das ist jetzt mittlerweile schon der Tag 13. Und wie ich sagte, ich bin ja mitten in Namibia und deswegen nennen wir das jetzt ganz normal Swakopmund. Und jetzt haben wir ein neues Verzeichnis angelegt und ja, jetzt geht es darum, die erste Kamera auszulesen. Wenn ich einen schnelleren Rechner hätte, dann wäre das Ganze keine Sache von möglicherweise Stunden, aber es ist leider nur dieser Netbook, deswegen kann das unter Umständen alles schon mal ein bisschen länger dauern. Und wenn ich das Ganze auf die Festplatte kopiere, dann ist es so, dass ich immer das Ganze nach Kamera auslese. Also ich lege ein Unterverzeichnis an in dem einzelnen Tag mit dem Namen der Kamera, das hier ist in dem Fall eine Sony DSCW-X220. Und also lege ich ein Verzeichnis an mit WX220. Ja, jetzt ist er fleißig am Kopieren und allein nur schon für die Videos von der kleinen Kamera sagt er mir jetzt schon, dass das Ganze ungefähr 10 Minuten dauern soll. Es sind heute ungefähr 5 GB geworden, wohlgemerkt nur von dieser einen Speicherkarte. Aber ich habe ja noch mehrere Kameras hier. Ich kann euch schon eins sagen, das Auslesen der Daten bei mehreren Kameras, mehreren Speicherkarten, dauert eine relativ lange Zeit. In der Zwischenzeit könnte ich euch durchaus empfehlen, nochmal etwas für die emotionale Dokumentation zu tun. Und das, würde ich sagen, kann ich euch auch mal vor Ort erklären, wie das so funktioniert. Und während er jetzt hier so fleißig am Kopieren ist, tja, würde ich empfehlen, macht euch ein bisschen Musik an. Musik im Urlaub? Ja, auf jeden Fall. Und zwar habe ich Musik immer auf jeden Fall auf dem Smartphone, denn die Frage ist doch, man ist doch eigentlich nur die kürzeste Zeit einer Reise eben im Ausland. Es gibt ja sowieso mehrere Phasen. Es gibt die Vorbereitungsphase, dann gibt es die Anreisephase, dann gibt es die Aufenthaltsphase und dann gibt es irgendwann die Phase, wo man wieder heimkehrt und dann ist die Zeit irgendwann sehr, sehr schnell wieder verstrichen und diese Reise rückt immer in weitere Ferne. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man Reisen dokumentieren kann. Ich empfinde, es ist auch sehr wichtig, dass man Reisen vor allem auch emotional für sich im Herzen dokumentiert. Und das geht mit Musik. Deswegen habe ich immer eine Auswahl. Ich spiele jetzt hier keine Musik vor, aber ich habe immer relativ viel Musik dabei. Das muss natürlich jeder nach eigenem Geschmack entscheiden. Für mich sind es im Wesentlichen keine actionreiche Musik, sondern es sind eher so melodische Klänge. Es sind Audiosphären, die, wie ich das immer gerne nenne. Und wann immer ich Zeit habe im Ausland, dann höre ich immer dieses Set von Musik. Und wenn immer ich zu Hause bin und höre genau diese Musikstücke wieder,
dann bin ich emotional mit meinen Gefühlen wieder in diesem Land, wo ich einmal war. Ich habe bei mir an der Arbeit, ich habe bei mir zu Hause und auch noch auf diversen anderen elektronischen Geräten gewisse Verzeichnisse, die heißen Australien, Neuseeland, Chile, Südafrika, möglicherweise jetzt auch Namibia, weil ich mich dort gerade befinde. Und wann immer ich mal wieder die Augen schließe und möchte einfach mal wieder mich in diesem Land einfach nur fühlen, ohne dorthin zu reisen, dann höre ich mir eben dieses eine Verzeichnis an. So viel zum Thema der emotionalen Dokumentation. Natürlich pflege ich auch noch eine schriftliche Dokumentation. Und dann, was hätten wir dann? Ja, wir haben Tag 13, den 17.12. Wie nennen wir das Ganze? Wir nennen es ein spitzer Berg und eine schöne Stadt. Tja, was ich hier mache? Ja, Tagesberichte schreiben. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so jemand, ich habe eigentlich ein schlechtes Gedächtnis. Ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gedächtnis. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, was ich gestern gegessen habe teilweise. Das ist ganz schlimm. Mein Gedächtnis funktioniert anders. Ich merke mir eher Stimmung, ich merke mir eher Lichtverhältnisse, ich merke mir eher Emotionen möglicherweise. Und ich kann Tage eigentlich nur innerhalb eines kürzeren Zeitabschnitts wieder nochmal relativ genau abspulen. Übermorgen weiß ich eigentlich schon gar nicht mehr, was heute geschehen ist. Deswegen, abends, es gehört dazu, dass ich den gesamten Tag noch einmal aufschreibe. Und ja, eigentlich ist es auch so, dass meine Filme zwar eine Wahrheit erzählen, aber erst, wenn ich den Tagesbericht dazu lese und zu dem Film nehme, dann habe ich eigentlich erst das gesamte Bild, das, was vor Ort tatsächlich passiert ist. Ja, wie hat der Tag denn heute Morgen angefangen? Es ist 6 Uhr, als ich ohne Wecker wach werde. Eine nächste Sache, was die Dokumentation betrifft, was man auch immer noch abends am Rechner machen kann, ist die finanzielle Dokumentation. Und zwar, wie man hier sehen kann, ich habe hier im Laufe des Tages ein paar Rechnungen gesammelt. Da hat man zum Teil noch, ja, was haben wir denn hier? Ja, da habe ich irgendwann mal geschlafen letzte Nacht. Dann habe ich heute irgendwann mal getankt. Dann habe ich heute noch irgendwann mal gegessen. Also im Laufe des Tages können sich schon so ein paar Zettel ansammeln. Und in manchen Ländern, da werden das unter Umständen relativ viel, weil man für jeden einzelnen Bezahlvorgang auf jeden Fall mindestens einen Zettel bekommt. Und in manchen anderen Ländern, ja, da bekommt man nicht zwangsweise einen Zettel. Aber ich will das mir immer gerne die Zettel geben, weil es sind einfach auch Erinnerungen, dass man abends einfach weiß, was hat man denn bezahlt. Und ich pflege während meiner gesamten Reise jeweils immer eine Tabelle, eine Tabellenkalkulation, wo ich dann eintrage, was ich denn alles gezahlt habe. Und die Spalten sind ganz einfach, und zwar erstmal das Datum, dann der Betrag in der ausländischen Währung, dann noch der Hinweis, habe ich Bar oder habe ich Kreditkarte bezahlt, und dann, was habe ich denn eigentlich ausgegeben, also Benzin und dann am besten noch den Ort dazu. Ja, und was ich auch noch mache, jeden einzelnen Zettel hier, den ich hier habe, da schreibe ich eine Nummer drauf, fortlaufend. Also das hier ist dann zum Beispiel schon die 15. Rechnung, dann könnte das hier die 16. sein. Und dann könnte das hier die 17. sein. Die schreibe ich hier drauf und trage sie dann auch in die Excel-Tabelle ein. Und so hat man einfach keine Verwechslungsgefahr. Und wenn das Ganze dann abgeschlossen ist, dann geht das hier in meine riesengroße Ablage rein. Ich gebe zu, ich hebe die keine Ewigkeit auf. Ich nehme sie aber zumindest erst einmal nach Hause, die Zettel, und warte so lange ab, bis die einzelnen Abrechnungen auf der Kreditkarte sichtbar sind. Vergleiche die nochmal, und wenn die Buchung dann tatsächlich auf der Kreditkarte erfolgt ist und es keine weiteren Beanstandungen mehr zu geben hat oder sowas, dann kann man sie auch tatsächlich wegschmeißen. Und wichtig ist natürlich auch, eine Live-Berechnung zu sehen, dass man während der Reise schon einfach sehen kann, oh, jetzt haben wir aber schon so eine gewisse Grenze überschritten. Und dann stelle ich mir manchmal die Frage, machst du denn jetzt wirklich noch diese Exkursion mit oder machst du diese Exkursion mit oder kürzt du nicht vielleicht einfach ein bisschen Strecke ab, oder wenn ich vor Ort die Hotels suche, kann es denn heute Abend etwas besser sein, oder kann es denn vielleicht auch einfach mal ein preiswerteres Hotel sein? Ich glaube, insgesamt kann man sagen, es wird abends auf gar keinen Fall langweilig. Unabhängig davon, ob ich jetzt nun um 14 Uhr in ein Hotel einchecke oder um 20 Uhr oder um 21 Uhr. Es sind abends immer wieder die gleichen Rituale, die ich vollziehe und letztendlich die auch richtig viel Zeit kosten. Und deswegen wird es nie langweilig. Nichtsdestotrotz, je nach Reiseland und je nach Reiseziel, bleibe ich natürlich nicht nur die ganze Zeit auf dem Hotelzimmer und gehe natürlich auch noch mal ein bisschen um die Ecken. Insbesondere in Asien beginnen die Städte ja eigentlich erst so, wenn es dunkel ist, so richtig zu leben. Nun gut, ich würde sagen, das war's für dieses Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen.
Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und vergesst natürlich auch nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr auf jeden Fall eine passende Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder ein neues Video hochgeladen habe. In der Zwischenzeit, bevor die Sonne jetzt ganz untergegangen ist, verabschiede ich mich mit vielen Grüßen aus irgendeinem fernen Land.